Fische, hallihallo, Fische, herzlich willkommen zu diesem Kurz-Botschaftslegung von mir aus. Ja, alle Karten auf dem Tisch, Liebe, Gesundheit, Beruf, Finanzen, eigene Energien, kurz und bündig, knackig, frisch und wir schauen einfach mal, okay? Fische, jawohl, der Turm. Jetzt sagen einige, oh Lene, der Turm hört sich doch richtig cool an, weil das sind ja positive Veränderungen, nachdem man Strukturen runterreißt. Ja, richtig. Aber nicht alle Fische werden in dieser Frequenz sein, okay? Der Turm ist wirklich eine positive Karte, eigentlich negativ, aber in deinem Fall hat sie gute Karten bzw. gute Energien. Warum? Weil viele Fische wirklich aus ihren Themen herauskommen, weil viele Fische auch wirklich mehr in die Ruhe gegangen sind oder in die Ruhe gehen werden. Und viele Fische sagen einfach, ich bin bereit, ich bin gewillt, ich bin wirklich in der besten Frequenz, jetzt alle Themen Schritt für Schritt anzugehen, aber ich freue mich. Darum sagt der Turm, genieße die Veränderung, genieße die Zeit, genieße auch die Sicherheit, okay? Genieße einfach das, was kommt. Und hier haben wir die zweite Turmfrequenz, ja, wo wir sagen, wir kommen aus einem Thema raus, genießen den Erfolg und können aber zu einem späteren Zeitpunkt in ein neues Thema mit den gleichen Hürden, mit den gleichen Hindernissen, mit den gleichen Prüfungen aus der Vergangenheit uns wieder konfrontieren. Und da sagt man vorsichtig, ja, Fische, wenn ihr schon in einer positiven Veränderung seid, dass ihr nicht wieder mit Altlasten irgendwie rumarbeitet, okay? In der Liebe heißt es Neubeginn, Veränderungen, positive ja, Liebesmomente. Es kann auch sein, dass du in einer Partnerschaft bist, man mit alten Strukturen aufhört, ja, mit alten Vorwürfen, dass man einfach sagt, wir renovieren uns. Singles, Alleinerziehende, ältere Generation, die in einer Dreieckskiste seid, okay. Für euch heißt es, ihr habt schon lang genug in dem gleichen Kakao gelebt, ihr habt schon lang genug auf die gleichen Menschen gewartet, ihr habt schon lang genug auf das gleiche Pferd gesetzt, setzt auf ein anderes Pferd, damit sich die Liebe anders gestalten kann, okay. Eine wunderschöne Klarheit kommt für unsere Fische im Thema Liebe auf euch zu. Klarheit, Veränderung, Erneuerung, Frische, ja, Sinnlichkeit. Auch mit einem Partner, mit dem man schon über 20 Jahre zusammen ist, kann man nochmal neue Regeln aufsetzen. Und das ist das, was Fische genießen wird, okay? In der Gesundheit heißt es, ein bisschen aufmerksam sein. Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Rückenschmerzen, ja, gerade was auch Gelenkschmerzen betrifft. Einige von euch habt ihr Zahnarztbesuche, okay, vor euch stehend. Gesundheit heißt, ein bisschen Aufmerksamkeit dem zu schenken. Was ist auch mit meiner Seele los? Was ist mein Herz? Warum habe ich jetzt Schmerzen im Herz, ja, Brustschmerzen? Warum tun mir die Knochen weh? Was heißt das, wenn ich Knieschmerzen habe? Das heißt, es geht sich nicht nur darum, eine gesunde Ernährung zu haben, ausreichend Schlaf zu haben, sondern es geht sich darum, auch um die Signale des Körpers ein bisschen intensiver wahrzunehmen. Aber es kommt auf jeden Fall eine gute Verbesserung rein, es sei denn, du bist natürlich in einem Endstadium oder du hast natürlich chronische Schmerzen oder eine sehr schwerwiegende Erkrankung. Da geht es nicht um die Heilung, sondern da geht es darum, die Qualität des Seins, des Hier und Jetzt wiederherzustellen oder zu verbessern. Ja? Auf der Arbeit gibt es eine Frau oder eine weibliche Energie zumindest, wo du schon spürst, ja, da kommt man irgendwie ins Gespräch, man kommt irgendwie in eine bessere Energie, man kann vielleicht ein gutes Arbeitsverhältnis aufbauen. Deine Intuition wird dich im Beruf und Finanzen nicht täuschen, Fische, ja. Lasse also wirklich deiner Intuition freien Lauf. Beruflich wird abhängig sein oder geführt sein oder in Verbindung sein mit einer Frau in dem Beruf, ja. Kann eine Arbeitskollegin sein, eine Chefin sein. Kann auch sein, dass du gerade einen Job möchtest für eine Vorgesetztin, wenn du eine Frau bist, ja. Und das ergibt sich dann. Also Finanzen und Job laufen an einer Hand. Vorsichtig nur, ja, dass du nicht zu viel Geld ausgibst. Und wenn du Geld ausgibst, dann für sinnvolle Sachen. Für dich, für dich, für dich, für dich, für dich. Okay? Fruchtbarkeiten, Schwangerschaften, für die, die gerne noch ein Baby haben wollen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderschönen Geschenk. Okay? Aber ich sag dir, Karten auf dem Tisch heißt Liebe, geile Aussichten, wenn man hier und da ein bisschen schleift. Gesundheit, vorsichtig, aufmerksam, auch hier und da ein bisschen gucken. Ja? Beruf und Finanzen sehen ganz toll aus, auch wenn ein paar Geldausgabequellen kommen, auch wenn ein paar Momente kommen in Berufen und in Finanzen, die nicht so toll sind. Kein Grund der Sorge. Wunderschöne Momente der Fruchtbarkeit, der Liebe, der Sinnlichkeit, der Sexualität, des Seins wird auf jeden Fall auf unsere Fische zukommen, okay? Und sei die Heilung für dich, die du sein darfst. Sei der Alchemist, der du sein darfst, die Alchemistin von mir aus auch, okay? Genieße einfach das wundervolle Ambiente, was in der nächsten Zeit für dich kreiert wird. Möchtest du eine private Legung haben? Schreib mich an, Notfall
am selben, spätestens am nächsten Tag. Okay, ansonsten habe ich nur noch nächste freie Termine offiziell ab dem 12. Juni. Also schreibt mich an. Bis dahin, alles Liebe. Bye.